Hallo, heute sind wir bei der Dämmergrube, Dämmergrab, und wollen es auch öffnen. Wir haben eine Mission, von der ich keine Ahnung habe, weil ich mal wieder eine ganze Woche nicht gespielt habe. Also, werde ich erstmal nachlesen. Sprich mit dem Nachtigallwächter. Dämmergrab, okay, gut. Ich soll mit dem Wächter reden, mit der Nachtigall. Keine Gegner? Irgendwas stimmt ja nicht mit dem Spiel. So, reden. Ich erkenne euch nicht, aber ich spüre, dass ihr zu uns gehört. Wer seid ihr? Dieselbe Frage könnte ich euch auch Der stellen. letzte der Nachtigallwächter. Ich verteidige die Grabstätte schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Und das ganz allein. Der letzte, was ist denn mit den anderen passiert? Wir wurden von einem der unseren verraten. Tatsächlich trage ich die Schuld für das, was hier geschehen ist. Das kommt mir vor wie bei den Antikern, wo die eine quasi außer der Reihe getanzt hat und muss ihr ganzes tote, aufgestiegene Leben lang auf einem Planeten machen. Und immer wenn sie weg ist, kann es sein, dass der Planet angegriffen wird. Ich war verblendet. Verblendet von dunkelster Heimtücke, die sich als Freundschaft ausgab. Wäre ich wachsamer gewesen, hätte Mercer Frey mich nicht in mein Verhängnis locken und den Skelettschlüssel stehlen können. Oh, wartet mal. Ihr seid Gallus. Ich habe diesen Namen schon lange nicht mehr gehört. Woher kennt ihr mich? Gute Frage. Ich habe den Schlüssel. Der Schlüssel? Ihr habt den Skelettschlüssel? Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Und Mercer Frey? Also ach ja, er hat ja sein Leben quasi dieser Kreatur gewidmet, auch wenn er stirbt, auch bis nach dem Tod. Deswegen bleibt er jetzt als Wächter bei dem Grab. Dann ist es vorüber. Und mein Tod war nicht umsonst. Ich schulde euch viel, Nachtigall. Das habe ich Nocto getan. Das habe ich für die Gilde getan. Ich wollte eigentlich nur reich werden. Okay. Ein sehr edler Gedanke für jemanden in unserem Geschäft. Ich bedauere nur, dass ihr diese Aufgabe allein bewältigen musstet. Nö, Kajaten dürfen. Kalia, sie lebt noch. Ich fürchte, sie hat dasselbe Schicksal ereilt. Sie fiel Mercers Verrat zum Opfer. Okay, dann nimmt den Schlüssel und bringt alles in Ordnung. Nichts würde mich stolzer machen, als den Schlüssel zurückzubringen. Aber das ist leider nicht möglich. Er ist ein Geist. Seit dem Augenblick meiner Ankunft hier spürte ich, dass ich sterbe. Ist er nicht schon tot? Wie kann ein Geist Die sterben? Grabstätte ist nicht nur ein Tempel oder Gewölbe, in dem der Schlüssel aufbewahrt wird. Sie beherbergt den Schattensee, die Schwelle zu Nocturnals Reich des ewigen Zwielichts. Als Mercer den Schlüssel stahl, wurde der Schattensee versiegelt und unsere Verbindung zu ihr extrem geschwächt. Okay, dann werde ich es alleine Aber weitermachen. ja, meine Kräfte schwinden und ich spüre, wie ich davongleite. Die Jahre ohne eine Wiederherstellung meiner Kraft haben ihren Tribut gefordert. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, kann nur behoben werden, indem er dem Pilgerpfad zum Schattensee folgt und den Schlüssel ersetzt. Bedeutet, ich werde lauter Monster haben. Welchen Einfluss hat denn der Schattensee? Ist jetzt auch hier egal. Könnt ihr nicht einfach den Schlüssel nehmen? Was auch immer die Nachtigallwächter beeinflusst, es wirkt nun auch auf mich. Je näher ich dem Schattensee komme, desto stärker entgleitet mir mein Selbst. Sogar in diesem Augenblick fühle ich mich merkwürdig, wo ich doch eigentlich gar nichts fühlen sollte. Ja, ich will es gar nicht wissen. Viel Glück, Nachtigall.
Ja, mein Freund. Wie kann ich helfen? Der Schattensee ist eine Verbindung über den Doktor. Ich mache jetzt mal ganz schnell weiter hier, weil ich möchte eigentlich weiterlaufen. Ich glaube, mir fehlt noch eine Mission. Aber nocturnal beeinflusst. Denkt doch, ein Dietrich in Momenten wie diesen und. Ihr könnt das ja selber lesen. Exakt. Es gibt nur. Ich fürchte die. Sie sind nur noch Schatten. Mein Geist hat sich. Seit diesem Tag spüre ich jedoch, wie meine Kraft. Was auch immer die. Jene. Sogar in diesem Augenblick fühle ich wünschte. Die einzige Hilfe, die ich gefunden habe, ist, ich fürchte die Sie sind nur noch Schatten. Mein Geist hat sich nicht sofort. So, ich wusste auch, dass da was ist. Also war ich nicht anwesend, als der Schattensee versiegt. Muss ich da wieder raus? Warte, ich gehe erstmal hier drauf. Nein, ich muss in der Höhle bleiben. Okay. Jetzt muss ich mal mit ihm quatschen, Obi. Folge dem Pilgerpfad. Ne, hier. Bringe Nostromo das Tagebuch. Nostromo. Habe ich gemacht. Muss ich mit denen jetzt mal quatschen? Ja, mein Freund. Wie kann ich helfen? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich soll dem Pilgerpfad folgen. Falsche Richtung. Ich mache erstmal schnell speichern hier. Nach dem langen Gespräch. Oh, nicht schon wieder. So. Und jetzt bin ich natürlich alleine. Da passt mir ja nun ja nicht. Das passt mir ja nun gar nicht. Ich suche den sowas ganz Bestimmtes. Ist ja merkwürdig. Wo ist denn hier Bekleidung? Waffen? Ja, wie gesagt, ich suche was. Ich weiß nur nicht mehr, wie das Ding heißt. Wie heißt denn das Ding nochmal? Ein Holzschwert bringt mir herzlich wenig. Der macht mit dem